So, wahrscheinlich ist es nämlich hier unten. Jawohl, die letzten 2%. Für 3 Phönixfedern. Das ist okay. Das ist sehr okay. Das Nest. Okay. Noch viel besser. Das hier ist anscheinend kein riesig großer Dungeon. Wenigstens nicht zwei nacheinander. Das heißt nicht der Wasserweg und danach noch das Nest hier machen. Das finde ich sehr gut. Hier legt der Ameisenlöwe seine Eier. Das Glitzern da im Sand. Hab keine Angst. Ameisenlöwen sind zahme Tiere. Menschen greifen sie nicht an. Ich hole eine der Perlen. Ah! Rüdiger, komm! Ach du Heiliger! Was ist mit den Gegnern kaputt, dass immer ihre Gesichter so aussehen? Ich meine, dieses Okto-Autsch! Dieses Oktomannmut war ja schon richtig übel, aber die Gesichter jedes Mal. Also ich glaube, dieser Ameisenlöwe, der hat noch nicht davon gehört, dass die keine Menschen angreifen, Edward. Da bist du leicht fehlgeschlagen. So, jetzt ist die Frage, kann ich den blenden? Weil ich will. Nee, ich muss Edward eigentlich in der Verteidigung lassen, bis er geheilt ist. Der nächste Schlag würde ihn nämlich umhauen. Er kontert Magie, wenn seine Augen rot sind. Okay, das heißt, ich müsste jetzt angreifen mit Cecil. Und mit Rüdiger nehme ich mal eine Potion zum Heilen in der Zeit. Heißt das, wenn er die andere Augenfarbe hat, dann kontert er Zauber? Ich will es nicht austesten, aber vielleicht bekomme ich gleich nochmal eine Warnung. Schwarzkunst. Rüdiger, geh auch mal wieder in die Verteidigung. Und ich werde mal versuchen, ihn zu blenden. Wenn das klappt, wäre das nice. Ach, verdammter Autokampfmodus, ich vergesse es jedes Mal. Ah! Nochmal so. Singen. Ah, ne, ich kann ja nicht blenden. Ich kann ja nur Wiegenlied machen fürs Einschläfern. Und das wird nicht lange halten. Ich versuche mal einen Boss einzuschläfern. Mal gucken, wie gut das klappt. Aber habe ich nicht noch blind irgendwo? Nee, ich kann vergiften. Das wäre noch eine Möglichkeit. Keine Wirkung. Kann ich ihn stoppen? Das will ich jetzt mal testen. Mit ganz viel Pech werde ich jetzt. Oh, scheiße. Japp! Melee-Konter. Okay, nicht wenig Schaden. Direkt eine Potion. Oh Gott, und ich habe gerade gezaubert. Nein! Verkackt, scheiße. Okay. Ich muss mich konzentrieren. Au! Ich muss mich hart konzentrieren hier. Wenn ich das Timing verpasse, dann tue ich mir damit absolut keinen Gefallen. Fuck! Oh Mann. Okay. Edward, bitte. Ach komm schon! Fuck, da habe ich gerade die Lebensstunde angefangen, dann da sitzen. Ich muss mit Rüdiger ordentlich heilen. Die Potions reichen nicht. Cecil und Edward, bitte Verteidigung erstmal. Rüdiger, Weißmagie, wo haben wir es? Vitra, auf die ganze Gruppe. Das muss erstmal sein. Ansonsten komme ich nicht mehr hinterher hier. So, jetzt kontert er Nahkampfangriffe. Das heißt, ich kann Schwarzkunst erstmal anmachen für die nächsten Runden. Und Edward, ich habe keine Ahnung, was Edward machen kann. Warte mal. Wie viele Lebenspunkte habe ich? Ich will mal kurz gucken. Wo ist denn Samariter? Ja, ich benutze mal Samariter für eine Potion. Ich hoffe, das heilt genug. So, jetzt ist er aber gegen Magieempfängen. Obwohl, ne, er wird gleich wechseln. Das ist so scheiße. Ich würde ihn gern vergiften, wenn das geht. Okay, Magiekonter, jetzt Nahkampfangriff. Perfekt, passt. Sehr gut, so muss das. Die anderen beiden verteidigt euch. Perfekt. So klappt das. Konditionierung, Leute. Ich muss mich hier echt konzentrieren. So macht das doch Laune. Das ist mal ein guter Gegner. So. Versuch mal Lebenshymne und jetzt will ich ihn vergiften. Mal gucken, ob das klappt. Cecil, was kannst du in der Zeit machen? Du könntest heilen. Aber erstmal gehst du nur. Ja, man kann vergiften. Geil. Sehr gut. Hoffentlich hält es jetzt eine Runde länger als nur 0,5 Sekunden. Bitte, liebe Ameisenlöwe, Dankeschön. Greif die richtigen Leute an. Damit kann ich leben. So, Schwarzkunst. Einen weiteren Zauber werde ich nicht machen. Kann ich noch irgendwas anderes? Konfus, könnte ich ein Lied benutzen? Brauche ich nicht. Ich könnte mal analysieren, spaßeshalber. Ich habe ja, glaube ich, noch eine Monsterfibel, oder? Yo.
Ich will einfach mal gucken, was das Biest für Stats hat, sag ich. Stats, genau. Was das Ding eigentlich drauf hat. Zeig mal. Ja, danke schön. Ach, ich muss es wahrscheinlich angreifen, wie es in Teil 8 der Fall ist, ne? Ja. Schwäche, Eis. Ja gut, wenn ich mit Rüdiger gleich angreife, dann wäre es von Vorteil. Jetzt ist die Frage, ist Rüdias Frostrute jetzt als Zauber oder als Nahkampfangriff gelistet? Und warum kann ich seine Lebenspunkte nicht einsehen? Das ist scheiße. Na gut, greifen wir mal an. Zurzeit läuft die Lebenshymne, das heißt, ich werde jetzt mal riskieren, mit der Frostrute in der Nahkampfphase anzugreifen. Mal gucken, ob das klappt. Nein, es zählt als Zauber, okay. Dann direkt eine Potion auf Rüdiger zum Ausgleich dafür. Und die Lebenshymne ist unterbrochen, natürlich, was auch sonst. Rüdiger, dann warten wir kurz, er wird gleich wechseln. Los, 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 ich will mich hier... Verteidigung, Rüdiger angreifen. Cecil, die nächste Potion, wo ich gerade nicht angreifen kann, auf Edward. Huiuiuiui. Stress. Das alles wegen einer Sandperle. Hättet ihr nicht irgendwie so einen langen Ast oder einen Kescher mitbringen können, um das Ding da rauszuholen? Musste Edward wirklich sich genau zwischen die Scheren von dem Biest stellen? Ist ja selten dämlich. Schwarzkunst schon mal wieder anschmeißen, das ist sicherlich eine gute Idee. Ah, schon geschafft. Okay. Aber trotzdem, schöner Kampf. Wirklich schön designter Kampf. Man muss nämlich auch das Timing der Kampfgeräte mit einberechnen, damit nicht aus Versehen jemand angreift, nachdem es die Phase gewechselt hat. Huiuiui, 1500 Gil. Jetzt haben wir 5700 und nochmal 2000 EP. Auf jeden Fall ein Level für Edward, das ist sehr gut. Dann nochmal Cecil und Rödia auch, wunderbar. Und wir bekommen den Schweinezauber. Das ist eine der Sachen, die ich nicht gut finde an den ersten Final Fantasy Teilen. Dass es die Verwandlungen mit Wicht und Schwein und Frosch gibt. Vor allem so viele unterschiedliche. Das finde ich irgendwie doof. Wir haben die Sandperle. Endlich können wir Rosa vom Wüstenfieber heilen. Wunderbärchen. Ich verstehe das nicht. Warum hat uns der Ameisenlöwe angegriffen? Die Zahl der Monster nimmt sprunghaft zu. Tiere, die bis vor kurzem noch friedlich waren, greifen jetzt auch Menschen an. Das muss der Auftakt zu großem Unglück sein. Cecil, wir müssen zurück zu Rosa. Ja, beeilen wir uns. Oh, das ging ja relativ zügig heute. Nun gut, offenbar gibt es hier nichts weiter zu erkunden. Ich hoffe es mal, ich will jetzt nicht Schatztruhen hier am Ende jedes dieser Gänge hier suchen gehen. Und das Gute ist, dass ich mich ja eigentlich per Teleport hier rausholen können müsste, ne? Wartet mal, was, Schwarzmagie? Ach nee, halt, das konnte nur Teller, ne? Nee, ist gut, ich habe aber einen Notausgang eben gefunden und auch einen gekauft. Ich bin versorgt und vorbereitet, Leute. Wo haben wir es denn hier? Notausgang. Die Hintertür in der Tasche. Wunderbar. Dann muss ich jetzt einmal ganz kurz... Kann ich hier rüber? Ne, hier sind keine Sandbänke, ne? So habt ihr es ja beschrieben. Nein. Nun gut, dann müssten wir einmal im Westen wieder um den Kontinent herum fliegend, gleiten, was auch immer, fahren, um wieder nach Kaipo zu kommen. Gehe ich richtig? Ja, fast. Ich glaube, ein Tick nach unten. Ja, perfekt, da ist es. Sehr gut. Wir sind gelandet. Rosa, ich komme! Ich will mal ganz kurz was gucken, Leute. Das habe ich nämlich, als ich trainiert habe, ein bisschen durchgeschaltet. Nicht nur, was die Leute jetzt zu sagen haben. Beeil dich, Cecil, Rosa braucht dich. Was sagt Edward eigentlich zu der ganzen Sache? Wäre ich nur so stark wie Cecil, ich hätte Anna beschützen können. Ach, er weint ja immer noch hinterher. Nee, ich finde es auch cool, wie die Animation von Rüdiger ist, wenn sie läuft. Guckt euch mal her hier. Blub, 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 blub. Oh, das sieht so knuffig aus, wenn das kleine Rüdiger-Mädchen hier am Laufen ist. Wenn ich hier la, 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 la. Ich weiß nicht, ich bin gerade etwas albern, aber trotzdem, ich finde, die Animationen von den Charakteren sind teilweise richtig gut geworden in dem Spiel hier. Welches Haus war das? Das da oben, glaube ich, ne? Nicht hier rechts, sondern das hier. Jo, das sieht richtig aus. Rosa, ich bin da. Rosa. Benutze Item. Hätte ich auch vorher schon machen können. Wo haben wir es denn? Sandperle. Perfekt. Das strahlende Sandperle erhält Rosas Antlitz.
Cecil, dir geht es gut? Dem Himmel sei Dank. Was hast du dir noch dabei gedacht, Rosa? Man sagte mir, du seist beim Erdbeben im Dorf des Nebels ums Leben gekommen. Aber das konnte ich nicht glauben. Es tut mir leid, dass du wegen mir solche Angst hattest. Aber sag, was hat das mit diesem Golbez auf sich? Der König hat ihn einberufen. Er führt nun an deiner Stelle die Rotschwingen an. Seit er auf der Burg ist, benimmt sich der König noch merkwürdiger als zuvor schon. Ich vermute, Golbez benutzt den König, um die Kristalle an sich zu reißen. Den Wasserkristall, den du aus Mysidia mitgebracht hast, den Feuerkristall von Demsien, den Windkristall von Fabul sowie den Erdkristall von Troja. Der Feuerkristall ist ihm bereits in die Hände gefallen. Das ist Prinz Edward von Damsien. Dank seiner Hilfe war es uns möglich, dich zu retten. Und das hier ist Rydia aus dem Dorf des Nebels. Fühlst du dich besser? Ja, ich danke euch, Rydia und Edward. Wenn er in Damsien bereits erfolgreich war, wird er als nächstes Fabul angreifen. Wir müssen sofort... Du musst dich vor allem ausruhen. Wir gehen nach Fabul. Aber wie wollen wir nach Fabul gelangen? Der einzige Weg führt über den Berg Hobbs und wird von einer dicken Eiswand versperrt. Rydia, du beherrschst doch den Zauberspruch Feuer, oder? Nein! Aber du bist eine Beschwörerin. Ich kann nicht glauben, dass du diesen elementaren Spruch der Schwarzmagie nicht... Rosa, du bist absolut nicht reisefähig. Du bleibst hier und kurierst dich aus. Es geht schon. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Schließlich bin ich eine Weißmagierin. Cecil, Rosa möchte bei dir sein. Nicht länger von uns getrennt. Na schön, dann gehen wir alle zusammen. Es ist bald Nacht und wir müssen morgen früh aufbrechen. Legen wir uns schlafen. Danke, Cecil. Die Weißmagierin Rosa hat sich angeschlossen. Hooray! Es geht ihr besser. In derselben Nacht scheint Edward einen kleinen Spaziergang zu machen. Anna, du fehlst mir so sehr. Ah! Scheiße? Was soll ich jetzt machen? Ich habe keinen Angriffsmove mit ihm gebunden. Ich kann nicht angreifen. Glaube ich. Ich muss mal gucken. Obwohl, vielleicht habe ich eine Chance. Warte mal kurz. Das ist natürlich toll, dass ich ohne Vorwarnung in einen Kampf mit einem Sahagin oder so geschmissen werde. Das ist ein Sahagin? Ja, einfach ein Sahagin. Und ich kann nicht angreifen, weil ich die Befehle umgebunden habe. WTF, was soll das denn? Ja, ich glaube... Oh. Er greift automatisch an? Sei tapfer, Liebster. Anna? Bin ich jetzt wieder dran? Oder wie, Okay, es ist gut, dass er automatisch angreift, dass die Entwickler daran gedacht haben, anscheinend, dass man hier feststecken kann. Weil ich hätte jetzt gedacht, die einzige Möglichkeit für mich, aus dieser Sache rauszukommen, wäre sowas wie ein Rotzahn oder so zu benutzen, um ihn K.O. zu hauen, per Item. Aber wenn ich die jetzt verkauft hätte zum Beispiel, dann wäre Ende Gelände gewesen. Du bist stärker, als du denkst. Aber du musst an dich glauben. Ich versuche es. Also, ich finde das sehr gut, dass wir das hier noch regeln können, ohne uns hier zu verbuggen, sage ich mal. Aber
Kommen wir zur Situation zurück. Anscheinend wird Edward... War das jetzt hier wirklich nur ein Sahagin, das man nicht dargestellt hat? Ich meine, warum einen Kapuzen-NPC da hinstellen? Das verstehe ich gerade nicht. Aber offenbar versucht Edward neuen Mut zu fassen und sieht Annas Geist irgendwie oder so. Irk, tot, tippe ich mal. Ja, okay. Und dafür bekommen wir wirklich noch die Hymne am Ende. 275 für einen Sahagin. Mann, der muss mächtig gewesen sein. Anna! Edward, ich kann nur diesen kurzen Augenblick bei dir sein. Die große Seele ruft mich zu sich. Verlass mich nicht, Anna! Edward, du musst mutig sein. Golbez darf die Kristalle nicht bekommen. Du hast mir deine Liebe geschenkt. Jetzt schenke sie der ganzen Welt. Liebste Anna, ich versuche es. Aber was soll ich nur tun? Heide Witzka. Also dann, brechen wir auf. Okay, und ich bin wieder in Kontrolle. Na gut, yo. Also, ist es ein bisschen holprig präsentiert jetzt gerade, dass Edward durch diese Begegnung mit Annas Geist seine Motivation wiedergefunden hat. Ich hätte mir jetzt vielleicht noch gewünscht, dass er Cecil am Morgen sagt, jetzt bin ich motiviert, ich werde dir helfen, Golbez aufzuhalten. Es wäre auch Annas Wunsch gewesen oder so, aber das hätte man ein Tickchen besser machen können, sag ich mal. Nun gut. Leute, es ist jetzt der Punkt erreicht, den ich erreichen wollte. Fürs Erste zumindest, für meine Sprecher. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier für heute Schluss. Ich werde mal ganz kurz gucken, was Rosa jetzt eigentlich zu sagen hat. Moment. Danke, Cecil, und jetzt lass mich dir helfen. Kein Problem, das wird er sicherlich gerne erledigen lassen. Was hat Edward zu sagen, jetzt wo er Anna begegnet ist mit ihrem Geist? Siehst du mich von da oben, Anna? Ich werde leben, mein Bestes geben. Ja, das klingt doch schon viel besser als dieses ewige Rumgeheule. So, Moment, bevor ich jetzt wirklich Schluss mache, will ich nochmal ganz kurz nach der Formation gucken. Ja, weil Rosa steht nämlich vorne, gar nicht so gut. Moment. Rosa muss nach hinten, die ist nämlich als Weißmagierin ähnlich anfällig für Nahkampfangriffe wie Rydia und Edward. Und trotzdem hat sie jetzt dasselbe Level wie Edward, obwohl er 5 Level Nachteil hatte zu uns vorher. Rosa, gutes Level zum Start für unsere Gruppe. Edward, warum so low, lieber Entwickler? Verstehe ich nicht. Na gut, ich schwafe vor mich hin. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 4. Wenn wir uns auf den Weg nach Fabul machen, war das glaube ich gerade eben, und dafür offenbar diesen Berg Hobbs überqueren müssen. Nun gut, sehen wir uns beim nächsten Mal dann. Bis dahin. Tschüss.